Hallo Freunde, also das nächste Stück, das ich euch vorstellen möchte, ist ein Wecker von Maute, ein sogenannter Repeto-Leisegang. Er hat sowohl eine Repetitionsmechanik drin, als auch der sogenannte Silent Tick, wie ihn Junghans genannt hat, oder eben Leisegang von Maute. Bei Maute ist es im Gegensatz zu Junghans nicht so, dass die Schwingungen vom Anker, die das Tick-Tack-Geräusch verstärken, wenn der Zahn vom Ankerrad auf dieses Ankerplättchen knallt, wird es bei Junghans von zwei Stahlfedern, die auf dem Anker drauf sitzen. Der Anker ist ja so hat auf dem einen Ende so einen langen Arm, der natürlich in Schwingungen versetzt wird, wenn sich da was bewegt, wie zum Beispiel wenn der Anker auf die Palette knallt. Der Zahn vom Ankerrad auf die Palette knallt, so rum. Dann entstehen natürlich Schwingungen. Und diese Schwingungen werden abgefangen Die Schwingungen des Ankers werden abgefangen durch zwei Federn, die auf dem Anker sitzen und die Schwingungen, die im Arm entstehen, im Anker abfangen. Diesen Mechanismus oder diese Konstruktion, muss man eher sagen, hat der Wecker von Maute nicht. Hier besteht der ganze Anker, abgesehen von den Stahlstiften und der Welle, aus einem Stück, wie soll man sagen, aus einer Mischung zwischen Plastik und Holz. Wurde öfters früher auch als Isolationsplättchen verwendet, dieses Material. Und daraus besteht dieser Anker. Es ist also nicht aus Metall, sondern durch diese unterschiedlichen Materialien heben sich die Schwingungen so gut wie auf, sodass man den Wecker wirklich kaum ticken hört. Wie gesagt, er hat eine Repetitionsmechanik drin und ist ein Rückwandglockenwecker. Das heißt, auch hier schlägt der Klöppel vom Wecker auf die Rückwand drauf und erzeugt so einfach das Klappergeräusch. Anschalten. Ja, das ist jetzt also eben dieser Repetitionsweckmechanismus, der jetzt eben stetig fortlaufend so weiterläuft, bis eben ein stetig durchgehender Weckton ist. So ähnlich wie bei den Junghans Biwox. Bei den Biwox ist es allerdings so, dass man zuerst nur ein durchgängiges Klappern hört und dann ein durchgängiges Läuten. Dieser hier ist eher wie ich später auch noch zeigen werde, der von Diehl, glaube ich, genau von Diehl, mit Cavalier. Da ist es allerdings so, dass nur ein durchgängiges Ding, Ding, Ding bis zum Läuten kommt. Und hier ist es eben ein Ding, 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 wie man eben schon gehört hat. Könnt ihr euch sicher vorstellen. Habt ihr ja jetzt gehört, muss ich nicht nochmal extra erklären. Sonst verhaspel ich mich nur. Vom Design her, ja, gewöhnungsbedürftig. Aber, ja, das Messing außenrum ist ein bisschen angelaufen und geschwärzt. Eben, weil man oft hier anpackt oder herumträgt. Das Gehäuse ist eigentlich noch recht gut in Schuss für sein Alter. Dürfte so um 1920 bis 1950 rum entstanden sein. Ja, die Unruhspirale habe ich ausgetauscht, die war unreparabel verbogen. Aber jetzt läuft er wieder und hält auch gut die Zeit. Also ist ein schönes Stück, relativ selten. Ja, aber selten will ich jetzt nicht sagen, aber zu oft trifft man ihn auch nicht an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus!